habe das schon oft gesagt, ich mache kein Coaching. Norbert Hofer, schönen guten Abend. Wer hat in dieser Elefantenrunde bisher am meisten überzeugt? 26% sagen das von Norbert Hofer. Wer wirkt am ersten bürger- und volksnah und in Führung, ist Norbert Hofer. Offensichtlich waren die ersten sozusagen Effekte der Überraschung sehr stark auf Seiten von Norbert Hofer. Sehr samtig im äußeren Erscheinungsbild, aber knallhart in den Positionen, sehr gut drüber gebracht hat. Und er hat über weite Strecken auch die Debatte dominiert. Faktum ist, dass der Herr Hofer es sehr, sehr geschickt versteht, die Diskussion zu beeinflussen, zu steuern. Einem Politiker vorzuwerfen, dass er die Kunst der Rhetorik beherrscht oder der Kommunikation oder der Verhandlungsführung, das finde ich eigenartig. Ich möchte einfach ja, so gut wie möglich dieses Gespräch führen, aber irgendwelche speziellen Strategien gibt es nicht. Ich darf versprechen, dass wir uns sehr gut benehmen werden. Das ist ja nichts Unanständiges. Das nämlich Norbert Hofer, ich sage mal so, der Dynamische, der Aktivere, der Beweglichere der beiden Politiker. Van der Bellen wirkt bedächtig, in Wahrheit ist es auch ein gewisser Verbrauch, der bei ihm sichtbar wird. Und man wird sich die Frage stellen müssen, ob das die richtige Voraussetzung ist für die Herausforderungen, denen sich das Land stellt. Sie sind irrsinnig vergesslich mehr, was die eigenen Aussagen anbelangt. Ja, der Herr ist so vergesslich, das ist ein Wahnsinn. Haben Sie doch selbst gesagt, muss ich das schon wieder nachschlagen. Sie sind vergesslich, das haben doch Sie gesagt. Lehnen Sie sich doch. Das haben Sie gesagt. Ich weiß, Sie vergessen immer Ihre Interviews. Was haben Sie denn gelesen? Wenn Sie sich doch erinnern können. Was haben Sie gelesen? Aber Sie haben Mehrheit. Das doch gesagt, Herr Van der Bellen. Reden wir von Sie faktischen immer, Dingen. Sie machen die relative Mehrheit können Sie machen. Ja, aber Sie vergessen Ihre Interviews immer. Das sollten wir jetzt einmal endgültig klären, damit wir uns wirklich auskennen. Also erstens, ich halte fest, Sie sagen, es gibt einen Neuwahlantrag Ihrer Partei. Ja, was verstehen Sie daran nicht? Also machen wir ein konkretes Beispiel, weil Sie sagen, Sie wollen es gerne verstehen. Diese Frage wurde mir im Wahlkampf, glaube ich, schon 500 Mal gestellt. Und Sie sagen, Sie wollen sich jetzt endlich auskennen. Ja? Was ist da nicht daran zu verstehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja? Was wollen Sie wirklich von Europa, war die Frage. Ja. Das ist eine sehr originelle Frage, ist mir noch nie gestellt worden im Wahlkampf. Ich habe Ihnen das Schengen erklärt. War das ausreichend für Sie? Dass Sie nicht wissen, wer die Experten sind, die ich einladen werde, das halte ich Ihnen zugute. Das können Sie auch nicht wissen. Aber entscheiden tun Sie es, das wollte ich ja nur wissen. Wer denn sonst? Passt. Der Husten-Nettenbär wird keine Zeit. Na, dann kennen wir uns aus. Ja? Ich habe Ihnen vorher erklärt, warum das so ist, weil das Amt anders genutzt werden muss. Sind Sie jetzt die Anwälte von Herrn Kohl? Nein, bin ich nicht. Herr Hofer, Sie sprechen immer wieder auf meine Vergesslichkeit an. Stimmt's? Ja. Nein, bei jeder passenden Sie wollen das nicht tun wahrhaben. Sie so, als wäre ich ein alter Opa, der eigentlich nicht mehr weiß, was gestern und was morgen. Nein, ich schätze Sie wirklich. Nein, ich habe mir vorgenommen, auch weniger jetzt irgendwie anzuprangern die Schwächen meines Mitbewerbers, sondern eher zu unterstreichen, warum man selbst der bessere Kandidat ist. Sie sind immer so untergriffig, Herr Van der Bellen. Ich bin untergriffig. Na sicher.
Ich habe mir vorgenommen, als Politiker klare und ehrliche Antworten zu geben. Die Menschen haben das Politsprech so satt. Und ich würde Sie eine Frage stellen. Sind Sie jetzt wirklich bereit, sich von Ihrer Burschenschaft zu distanzieren? Und ich würde Sie dringlich bitten, da mal auch was klarzustellen. Sie sind heute derartig verzweifelt und deprimiert. Als ich Sie gesehen habe, vor 6 Wochen waren Sie noch ein fröhlicher Mensch und heute sind Sie derartig verbissen. Und jetzt nennen Sie mir Ihre. Herr Doktor, Sie sind heute so böse. Ich weiß nicht warum. Ich habe Ihnen das nichts ist getan. Das ist Spiel. So ist das voller Energie. Spiel. Sie müssen nicht so nervös sein. Heute haben Sie zu viel Kaffee getrunken, glaube ich. Ein bisschen weniger aggressiv. Ein bisschen weniger bitte. Aggressiv. Der Nachplappern ist auch interessant, das können Sie auch gut. Gut, wir halten fest. Also bitte. Wir halten fest. Aber ruhig bleiben. Ich halte Sie für eine Marionette von Strache und Kickl. Und das nächste ist dann Sie zeigen da mit dem Finger so böse. Sorry. Ich kenne niemand, der eine Diskussion anzetteln möchte wegen eines Anschlusses an Österreich oder einer Rückführung sozusagen nach Österreich. Denn Anschluss Südtirol, ist kein schönes Wort. Wegen Südtirol fährt. Herr Schönhofer, darf ich Ihnen eine wirkliche Frage stellen? Sie sind ja Waffenpassbesitzer. Ihr Team hat schon wieder was vorbereitet für Sie. Nein, bitte lesen Sie runter. Lesen Sie es vor. Vom April. Als Stellvertreter. Ich kenne das schon. Ja, das haben Sie mir schon alles vorgelesen. Aber bitte noch einmal. Da muss ich wieder nachschauen. Ja. Das war im Format, wo Sie gesagt haben. Ich habe das mit. Ich habe das für sehr interessant gefunden. Wer hat Ihnen gratuliert zum Sieg am 24. April? Welche Ministerpräsidenten waren das? Außer Herrn Orbán vielleicht? Schauen Sie mal. Das war Le Pen. Das ist jemand, der Sie unterstützt. Das ich habe Sie Rapper. Was gefragt, Herr Hofer. Ja, seid ihr so aggressiv? Ich habe Sie was gefragt. Beruhigen Sie sich. Es ist in Ordnung, wenn jemand politisch eine andere Meinung vertritt. Das soll auch akzentuiert sein. Das kann auch mit Feuer im Herzen sein. Als wir reingekommen sind, meine Frau, meine Tochter und ich, dass von ihren Wahlhelfern Buh, Buh und Pfui geschrien worden ist. Ich bin froh, dass meine Frau Verena mich hier unterstützen wird. Bin ihr wirklich sehr dankbar dafür. Die, als sie reingekommen ist, dass ich anhören musste, Pfui von ihren Anhängern. Dann, dass meine Frau und mein Kind irgendwie dann bestimmt werden. Das sind alles Dinge, die sind wirklich schlimm. Die Antifa hat heute zugegeben, dass sie es war, die meine Plakatständer zerstört, zerstückelt, beschädigt, weggeräumt hat. Ich habe wirklich auch viel erlebt in diesen Monaten im Wahlkampf. Unterstellungen, Beleidigungen wegen meiner Behinderung, alles Mögliche. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie eher so ein Lebensverlängerer des Systems sein wollen. Und genau dieses System fühlt sich unwohl, wenn jetzt jemand kommt und von den Menschen gewählt wird und sagt, das System ist mir nicht wichtig, mir sind die Menschen wichtig. Auch die Unterstützung aus Brüssel, die Sie haben, ja, vom Grünen Parteiobmann, vom SPD-Obmann, Schulz und Juncker. Also das tut mir überhaupt nicht weh. Das sind diese Klüngel, ja, die Sie unterstützen. Ich möchte diese Unterstützung nicht. Ich möchte die Menschen auf meiner Seite haben.
werden gut unterstützt von den Freimaurern aus Berlin und aus Brüssel. Ach so, das wusste ich gar genau nicht. Dass sie sich die Österreicher nicht gefallen lassen müssen, ja, dass ein Herr Juncker und andere aus dem Ausland auch uns vorschreiben wollen, wen wir zu wählen haben. Also bitte, aber diese Meinung Wahl, dürfen die schon ja, haben, ja, aber oder? Sie sagen den Österreichern sehr genau, wie sie abstimmen sollen. Die Befehle aus Brüssel. Befehle. Ja, die Befehle, Befehle aus Brüssel. Das sind ich habe großes Vertrauen in die Österreicher und ich möchte auch, wenn ich das Vertrauen der Österreicher bekomme, ihnen auch diese Stimmen zurückgeben. Es gibt etwas, was Österreich besonders ausmacht, und zwar die Menschen. Der Österreicher ist kein Mensch, der ein hasserfüllter Mensch ist. Die Österreicher sind sehr fleißig. Aber trotzdem gibt es dieses Bedürfnis auch nach dem Zusammensitzen, nach Gemütlichkeit. Von wem habe ich gesprochen? Es gibt berühmte Menschen in meinem Personenkomitee und bei meinen Unterstützern. Und es gibt gar nicht berühmte. Arbeiter, Handwerker, Polizisten, Menschen von der MA48. Ja? Darauf bin ich und wirklich ich stolz. Ich werde für die Österreicher da sein und das ist der große Unterschied. Sie werden ihren Freunden verpflichtend sein, dem Herrn Juncker, dem Herrn Schulz, auch dieser Hot Volley, der ehemaligen ÖVP-Größen, die ÖVP an die Wand gefahren haben. Persönlich ja, der Herr Bröll, Ihr Unterstützer, der ohne Not verstaatlicht hat. Heider. Herr Buzek hat die Internationale gesungen, hätte Kunst, von der ÖVP schon ausgeschlossen ich bin werden stolz sollen. Darauf. Der Rapper Nassar, der sagt, er unterstützt, er ist ein großer Fan von Van der Bellen. Er sagt dann, ihr scheiß Fotzen, auf Deutsch. Ja. Das sind die Menschen, die Sie unterstützen und die Leute, die draußen stehen vom Haus und meine Frau und mein Kind mit Pfui, dann irgendwie niederschreien oder die Leute, die meine Plakate zerstören oder die Leute, die mir auf Twitter ausrichten lassen, ich bin ein Krüppel und ein Behinderter. Niemand soll die Plakate des jeweils anderen stören, zerstören, beschädigen. In jedem Wahlkampf gibt es das, das wissen wir. Ja, aber nur bei unseren Plakaten. Die Grünen-Plakate sind nicht beschädigt. Ich habe meine eigenen mit Schmierereien gesehen. Auf einem ist Jud draufgestanden. Also ich habe keines gesehen. Wir haben einen Vizebürgermeister der FPÖ. Was schreibt der? Jede Stimme für VDP ist die Stimme eines Gehirnamputierten. Was tun Sie dagegen? Was tun Sie gegen den grünen Bundesrat, der sagt, behindert sein alleine ist zu wenig? Also da können wir uns wechselseitig alles Mögliche vorlesen. Okay. Das ist lächerlich. Und auch in der Funktion als Bundespräsident werde ich mich, möchte ich mich, zuerst um die Österreicher kümmern. Das sind alles Themen, die Sie angesprochen haben, wo die Menschen wirklich große Sorgen haben. Also genau das, was die Österreicher betrifft und worunter sie leiden. Ich sage nur, dass wenn ich Präsident werde, dass ich mich genau mit diesen Themen beschäftigen werde. Nämlich die Themen, die ich auch im Bierzelt höre von den Menschen, worunter sie leiden. Ich will, dass sich die Menschen im Land wirklich sicher fühlen können. Vor allem die Frauen. Und es sind leider auch Menschen dabei, die vergewaltigen, erschlagen und so weiter. Das dürfen wir nicht zulassen. Dass bei uns Frauen vergewaltigt werden, erschlagen werden, das können wir nicht zulassen. Wenn noch mehr Frauen in Österreich vergewaltigt, erschlagen werden und die Kriminalität steigt, dann würde ich sagen, jetzt muss endlich etwas getan werden. Und wenn das nicht passiert, nach vielen Gesprächen, dann steht am Ende auch immer die Möglichkeit der Entlassung einer Regierung.
Es geht dem Land nicht gut und da braucht es einen entschlossenen, verantwortungsbewussten Präsidenten. Bei allen Rankings, die es gibt, verliert Österreich an Position. Und da muss der Präsident sagen, bitte, wir müssen es besser machen. Es gibt ja nicht nur das Flüchtlingsthema, es gibt auch andere Themen. Und wenn es nicht funktioniert, muss er Schaden vom Land abwenden. Und ich sehe mich als Schutzherr für Österreich, der solch einen Schaden abwenden kann. Ich bin einer der wenigen, der ohne Maske in diesen Wahlkampf geht. Ich habe mir das erst angesehen, wie sich die Kandidaten verstellen. Ja. Und bei der Sonntagszeitung werfe ich immer den Betrag ein, der höher ist, wenn es ein ungerader Betrag ist. Ja. Haben Sie den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt? Das ist eine Schande. Weil nämlich die kleinen Funktionäre der SPÖ brav den Beitrag bezahlen. Sie haben ihn nicht bezahlt. Sie sagen Gott behüte und glauben nicht an Gott. Das ist auch interessant. Damit will ich wieder aufzeigen, dass der Weg, den Sie gehen, kein geradliniger ist. Sie sind einfach nicht ehrlich. Er könnte. Sie sind nicht ehrlich. Sie auch nicht. Das ist immer Ihr Problem. Es ist immer das Sie Gegenteil. Haben gesagt, immer das Gegenteil. Ja. Zuerst sind Sie grün, dann sind Sie nicht grün. Dann sind Sie KPÖ, dann sind Sie SPÖ. Vergessen, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Sie sagen, Ihre Meinung ist nicht mehrheitsfähig, drehen sich aber damit Ihrer Meinung. Punkt. Mir ist es immer wichtig, ehrlich zu sein und eine klare Antwort zu geben. Ich halte auch immer zu meiner Meinung. Ich habe wirklich immer eine klare Linie vertreten. Eines wird Ihnen bei mir nicht gelingen. Ja? Das so darzustellen, als würde ich meine Meinung irgendwo ändern. Ehrlich sein, ich bin ein freiheitlicher Kandidat. Denn es ist ein ehrlicher Zugang. Und ich glaube, dass Sie Ihren Wahlkampf mit einer kleinen Unwahrheit begonnen haben, als Sie gesagt haben, Sie sind unabhängig. Haben den Wahlkampf mit einer Unwahrheit begonnen, das muss ich auch sagen. Oder zu sagen, ich bin ein unabhängiger Kandidat, ist das seriös? Das war doch die erste Unwahrheit, mit der Sie in diesen Wahlkampf gestartet sind. Nachdem Sie... Die einzige Wahl, die ansteht, ist die Bundespräsidentenwahl. Werden Sie es machen? Ich persönlich strebe dieses Amt nicht an. Gut, das sagt Herr Bröll auch. Und ich strebe, ja, aber ich bin nicht der Herr Bröll. Also wenn ich sage, ich strebe es nicht an, dann ist das auch so. Ich habe meine Kandidatur nicht mit einer Lüge begonnen wie Sie.